was ist der Unterschied zwischen einem Polen und einem Sachsen? Wisst ihr nicht? Nee. Der Sachse ist besser angezogen und der Pole kann besser Deutsch. So, wir befinden uns hier beim Spiel Hannover Braves gegen, wen nochmal? Wedemark, junger Mann. Wedemark. So, das Spiel steht 1-0 nach dem ersten Drittel und jetzt will ich mal von dem Herrn Lutz hier vor mir wissen, wie fand er die erste Halbzeit? Ja, das erste Drittel war schon ganz gut, ne? Also klare Überlegenheit von den Braves. Ein, zwei Chancen hatten die Wedemarker, aber wir haben hinten einen super Goalie drin. Das Tor war clever rausgespielt und es hätte auch schon locker 2-3-0 stehen können. Ne? Also wenn sie so weiterspielen, dann machen wir den Sack hier heute dicht und dann gewinnen wir das Ding. Franzi, hier ist Fancon TV und wir hätten gerne mal deine Meinung zum heutigen Spieltag, bis zum bisherigen Spiel nach zwei Dritteln zwischen den Hannover Braves und den Wedemark. Also bis jetzt spielen sie gar nicht schlecht, meiner Meinung nach. Sie könnten zwar noch ein bisschen was rausholen, aber ja, findest du das Spiel schlecht? Ach so, ach, er lenkt mich schon ab. Also ich finde, ja, 4-0 steht gut, es ist gut. Auf jeden Fall sind sie stärker als die Wedemark und das erhoffen wir uns jetzt auch für die Indians, dass sie heute gewinnen. Und sie sollen so weitermachen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier mal einen Gastfan, nicht nur immer Einheimische. Was sagen Sie denn bisher zu dem Spiel nach dem zweiten Drittel? Also es war ganz klar, der ECW hat seine Chancen nicht genutzt, die er gehabt hat. Die Braves führen verdient, weil sie ihre Chancen genutzt haben, die sie hatten, auch in Unterzahl. Und der ECW hat seine Überzahl Chancen einfach, wie gesagt, nicht genutzt, die sie hatten. Was sagen Sie denn zwischen dem Zwischenergebnis mittlerweile aus der anderen Halle? Ich glaube, Sie meinen damit die Halle in Laatzen. Also dazu sage ich einfach nur, Hamburg verdient, ist verdient in Führung. Und wenn die Geschäftsführung bei den Nova Scorpions, muss man ja betonen, so weitermacht, ist es verdient, dass sie auf dem letzten Platz bleiben. Nur damit Sie Bescheid wissen, es steht mittlerweile 1-4. Also. Es kann auch 1-10 stehen. Deshalb die Geschäftsführung muss langsam akzeptieren, sie muss handeln und sie nicht auf den Trainer vor Saisonbeginn versteifen. Man muss auch manchmal mal den Fans vertrauen. Würden die Fans denn notfalls einen Weg in die Oberliga mit dem ESC gehen? Ich weiß nicht, ob die Fans einen Weg mit dem ECW gehen würden. Vielleicht würden die Fans aber wieder einen Weg mit dem ESC Wedemark gehen. Da habe ich ESCW gesagt, Entschuldigung. Wir haben ESC gesagt. Also Sie würden auf jeden Fall bei der Stange bleiben? Ich muss dazu sagen, ich bin seit 1988, wo ich geboren wurde, ein Wedemarker. Und ich werde auch weiter die Stange zu der Wedemark halten, egal welche Liga, egal in welcher Krise sie stecken. Und ich bin damals ein Jahr mit Hannover gewesen und Hannover ist nicht mein Ding, weil in Hannover zählt nur der Sponsor und nicht der Fan. Gut, meine Herrschaft, nachdem ich nun von beiden Seiten mehrere Interviews habe, habe ich jetzt mal einen etwas neutraleren Zuschauer, der beide Seiten mag. Dann frage ich ihn doch mal ganz kurz, wie gefällt Ihnen denn bis jetzt dieses Spiel hier heute Abend? Ja, ich sage mal so, für die Scorpions ist es ein hartes Spiel. Ne? Die spielen gerade mal mit zwei Reihen und die Braves, die spielen das Ding hier locker runter. Das erste Dritte war ja noch eng gehalten, aber vor allem, ich denke mal, jetzt im dritten Drittel, da werden die Kräfte entscheiden und ich glaube, das werden noch hier um die 10 Tore werden. Und vom Spielerischen her? Ja, also man sieht, dass die Einzelpositionen bei den Scorpions deutlich schwächer besetzt sind. Es gibt zwei, drei, die vielleicht Oberliga-Niveau haben, der Rest, die geben sich Mühe, aber ich glaube einfach, es reicht nicht für die Liga. Ne? Das sehe ich ganz genauso, aber was halten wir denn von dem Zwischenergebnis, was aus der anderen Halle kommt? Also die Indians, bei denen steht es ja 1-1. Da hoffen wir mal, dass die Punkte holen, damit sie mindestens Platz 8 festigen. Ich habe immer von Platz 4 geträumt, aber das ist jetzt ein bisschen viel Abstand, aber vielleicht ist 7 noch drin. Ja, und wenn die großen Scorpions zurücklegen, ist auch nicht schlecht. Ne? Ja, namens hier ist nun Fancon TV und wir haben jetzt hier mal einen neutralen Ordner und wollten mal wissen, ob er denn heute Abend sehr viel zu tun hatte. Ach, eigentlich haben wir hier bei den Spielen immer relativ wenig zu tun. Es ist immer ruhig, so wie es uns auch gefällt.
Und ich hoffe, dass es auch immer so weiter bleibt hier. Was sagen Sie nebenbei gesagt so zum Ergebnis? Ja, zum Ergebnis. Wie gesagt, ich kann das schwer einschätzen. Ich sehe vom Spiel hier nichts. Ich stehe hier am Einlass. Ne? Darum kann ich eigentlich relativ wenig dazu sagen, weil ich auch nicht sehe, wie die Spiele laufen. Aber in der Höhe ist das dann schon verdient, oder? Wenn sie so gespielt haben, wie ich das vermute, dann ist es auch verdient. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Feierabend nachher und bedanke mich erstmal und wir sehen uns dann am Sonntag. Nichts zu danken und dann bis Sonntag. Wir hätten mal eine Frage zum heutigen Spiel. Wie hat Ihnen das gefallen, junger Mann? Also ich fand es super, gerade gegen meine alte Mannschaft. Es hat super Spaß gemacht. Ich war total heiß vor dem Spiel. 100% gegeben, haben auch alle 100% gegeben und es war super, hat gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr kommt wieder. Ja, das kommen wir auf jeden Fall. Dafür sind wir ja da. War der Gegner so schwach oder ihr einfach zu stark? Ja, ich meine, die sind letzter Platz, da kann man nicht viel erwarten. Und wir sind ein super Team, spielen alle zusammen und hat super geklappt heute, war gut. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche euch viel Glück in Rostock, dass ihr da noch so ein bisschen was reißt. Und dann, genau, einen schönen Abend. Gleichfalls. Danke. Gut, also guten Abend. Hier ist jetzt das Ende des dritten Drittels zwischen den Braves und der ESC Wedemark oder wie die auch heißen. Entschuldigung. Und das Spiel endet mit einem souveränen 6:0 für die Hannover Braves. 7:0. Siehst du, das siebte habe ich gar nicht mehr gesehen. Entschuldigung. Nebenbei, die anderen großen Wedemarker haben 1:5 verloren gegen die Hamburger Friesers. Ansonsten sind wir alle rundum zufrieden mit diesem wunderbaren Abend. Außer, dass es in Rissersee 2:2 steht, aber das schaffen wir auch noch. Und wir hoffen jetzt, dass wir noch den Torwart der Braves interviewen können. Ansonsten wünsche ich allen einen charmanten Abend. So, jetzt haben wir hier nochmal einen ganz Asbach-uralten Indianer, Entschuldigung, aber ich darf das so sagen, wir kennen es schon länger. Du hast uns gerade privat erzählt, ihr habt noch was Neues für die kommende Saison. Ich würde gerne erstmal von dir wissen, wie gefiel dir denn jetzt bis zum Abschluss die jetzige Saison? Erstens, die Spieler sind engagiert, harmonisch und gut. Also es spielt für mich keine Rolle, ob sie gewinnen oder verlieren. Die Hauptsache ist, sie spielen so, wie sie heute gespielt haben. Immer einwandfrei. Gut, und dann mit Ausblick auf die neue Saison, weil es war ja das letzte Heimspiel der Braves. Was erwartest du von der neuen Saison? Dass sie so spielen wie diese Saison. Nur die Spieler kriegen was Privates von mir. Also es gibt dann einige Überraschungen, die du persönlich den Spielern überreichen wirst. Ja, und die wissen es auch schon. Auch die Spieler, die nicht mehr da sind, bekommen das. Und der Trainer hat es schon gekriegt. Gut, dann bedanke ich mich dafür, für dieses kleine Statement und wünsche dir noch ein schönes, charmantes Wochenende und bis Sonntag. Bis Sonntag. So, also meine Herrschaften, guten Abend. Und jetzt machen wir hier den Abschlussbericht. Die Braves haben souverän 7:0 gewonnen. Wir bedanken uns bei den Fans des ESC und wünschen eine kurzweilige Heimfahrt. Leider ist das Ergebnis der Indians heute Abend nicht ganz so ausgefallen. Ein Reporter bricht zusammen. Dafür aber das Ergebnis 1:5 Wedemark gegen Hamburg Friesers. Und wir sehen uns garantiert am Sonntagabend wieder, wenn es heißt Licht an hier am Pferdeturm für den EC Hannover Indians gegen Quimmitschau.